Alter, was geht ab, Laton hier? Ich habe hier nochmal diesen Döner geholt. Der ist einfach pure Gönnung. Für euch ist das ja nicht mal ein richtiger Döner. Ja, das hat echt eher Brot-Baguette-Form, aber der ist zu krass. Jetzt geht's auf zum alten Nordfriedhof. C-Day fängt an. Schnell noch Glücksei an und dann auf dem Weg dahin den Döner und die ganzen Freundschaften. Und dann geht's los. Mal schauen, wie viel Schein ich sich mir gönnen kann. Wahrscheinlich kann ich nicht mal den ganzen C-Day zocken, weil direkt danach geht's zu GMC 19. Okay, Leute, der Döner war echt wieder zu krass. Nicht ganz so krass wie beim letzten Mal, weil heute war viel los. Die haben sich wahrscheinlich nicht so die Zeit genommen. Bisschen gerusht. Aber ich denke, ich muss kurz checken. Der hier noch. Ansonsten habe ich, glaube ich, alle Geschenke jetzt vom Kleinen geöffnet. Wir schauen mal wieder rein beim Kleinen. Er ist nämlich kurz vor Level 40. 200.000. 200.000, also 400.000. 500.000. 700.000. 900.000. 1.000.000 und 1. 1,3. 1,5. 1,7. Das war's. Ah, nein. 1,8. So, Moment. Da kommen noch ein paar. 1,9. 2. 2,1. 2,2. 2,3. Das war's, glaube ich. 2,4. Das war's. 2,4. Wie viel fehlt noch? Es fehlen noch 635.000. Ja, und jetzt gleich dasselbe Spiel mit dem Großen. So, los geht's. Alles fertig hier. Da war noch der Kollege, der mir Lucky Kipbook ermöglicht hat. Wir schauen mal. Ein paar haben schon aufgemacht. Den Rest mache ich dann noch auf. 200.000. 300.000. 400.000. 600.000. 700.000. 800.000. Grüße gehen raus nach Berlin. 900.000. Das war der Kollege mit dem Lucky Cookbook. Das war's. Das muss ich aufmachen. Ja. Warte noch mal kurz. Ja, ich glaube, das war's. Das muss ich aufmachen. Das sieht der auch gleich noch. Jetzt kommen erstmal die Geschenke. So. Jetzt kommt der Rest der Geschenke und dann. Check. Oh, Grüße gehen raus an Saga. Mal nach Ewigkeit wieder ein Geschenk geschickt. So, 200.000 nochmal. 200.000. Özkan, Dudulika, mach mal das Geschenk beim kleinen Account auf. Das hat, zieht sich jetzt schon vom letzten C-Day. Bam. Das seid ihr alle jetzt. Ihr treuen Zuschauer, freut mich, dass wir hier so gute Freundschaften schließen. So. Ich bedanke mich für die ganzen EP, meine Freunde. Bam, bam, bam. So, war's das? Ich glaube, das war's. Bisschen chaotisch hier. Ich habe nicht alles mitbekommen. Wir sind auf jeden Fall auf 155,5 Millionen jetzt gestiegen. Nur noch 4,5 Millionen bis ja, 160. 8x Level 40. Das kann aber noch dauern, so wie es momentan mit den Bonis aussieht. Shiny Check, das erste, das ich anklicke, gell? 20 Minuten nach Eventbeginn. Kein Shiny. Auf geht's. Yay, mein erster Shiny. Sogar nicht geklickert, sondern echt angeklickt. Aber erstmal ein Foto für Instagram. Folgt mir auf Instagram, Leute. Und ich habe schon ewig nicht mehr gesagt, wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, gebt ein Abo und einen Kommentar. Danke. Ich kann nichts dafür, Alter. So, fangen wir. Oh mein Gott, er hat es einfach abgewehrt. Eiskalt, Mann. Eiskalt hat er es einfach abgewehrt. Er so einfach, nein. Oh mein Gott. Das ist mein allererster Shiny, das jemals geflohen ist. Wir haben zu lange mit dem Bild rumgemacht. Oh, boah, krass. In, was weiß ich, 1,5 Jahren. Das allererste Shiny, das mir geflohen ist. Okay, ich habe schlecht geworfen. Ja, Leute, aber trotzdem, Euder. Und keine Berge, aber trotzdem, Euder. Das war sein erstes. Heftig. So, Zeit ein bisschen zu entwickeln, bevor ich später vergesse. Hier habe ich erstmal meinen Lucky. 886 ist nicht schlecht. Den entwickle ich schnell. Dann muss ich noch ein paar Bonbons sammeln. Dann entwickle ich mein 100er. Ja, und dann muss ich noch ein paar Bonbons sammeln, um einen zu maxen. Hatte ja eigentlich vor, im Video gestern einen zu maxen, aber keine Bonbons gehabt. So.
Also der ist auf jeden Fall schon mal zu stark. Hm? Er reicht über 1,5 WP. So. Ja. Ruhige Runde heute, nicht allzu viel los. Schon viele Shinies? Die anderen haben schon viele Shinies. Ich habe überraschenderweise. Nee, ich habe noch gar keinen einzigen. So. Oder? Ich kann mal schauen bei Geklickerte. Vielleicht habe ich ja mal angeklickert. Nee, leider nicht. Wer ist denn der Kerl? Tricker. Nee, Doppel-E. So. Dann müssen wir ganz runter. Und das ist mein 100er. Nicht markiert, weil der war eigentlich zum Wegschmeißen. Damals noch, wo ich keine Doppelten gebraucht hatte, aber dann kam ja das mit den C-Day-Spezialattacken. Dementsprechend bekommt er jetzt eine zweite Chance in meinem Beutel. Ich lasse immer alles. Ja, aber ich hatte mehrere, viel zu viele. Ich hatte auch. So, 28 Bombs, das reicht nicht. Ich habe schon einen entwickelt, damals alte Zeiten. Der kann jetzt natürlich nicht die Attacke, ist aber WP-technisch viel höher. Wird wahrscheinlich auch den maxen. Weil wir können es uns nicht leisten, den hier zu maxen. Und unter 1,5 kann man schon mal irgendwann mal für PvP gebrauchen, also. Okay, was heißt unter 1,5? Der hat 538. Okay, Leute, Halbzeit. Gute Neuigkeiten zumindest. Ich kann das ganze Event nutzen. Ein Kollege holt mich ab und dann fahren wir direkt dorthin. Verpassen halt ein paar Hauptkämpfe, aber. Ein paar Vorkämpfe, wen juckt's. Ich schau mal jetzt im Beutel. Vielleicht habe ich nebenbei irgendwo einen geklickert, aber wenn nicht, dann habe ich immer noch keinen einzigen. Diesmal wird es echt spannend. Halbzeit und ich habe noch keinen einzigen. Eieiei. Letzte Stunde, Leute. Ich habe immer noch keinen Shiny. Es wird knapp. Es wird spannend. Niantic, was macht ihr heute? Oh mein Gott. Es werden alle angeklickt, aber keins davon ist Shiny. Warte, Enter. Oh mein Gott. Erste Chance. Nein! Alle nicht. Okay, es ist doch nicht so spannend. Eine Minute nach fünf. Wir haben ihn, Leute. Uhu. Die Leinen sind zu Ende. Direkt goldene Berge. Direkt goldene Berge. Wir machen den Fehler nicht nochmal. Goldene Berge. Hier kommt gleich, Gabi. Da ist er schon. Geschafft. 17:01 Uhr. So spät hatte ich noch nie. Okay, ich hatte ganz am Anfang einen, aber. Der ist leider geflohen. Schlechtes Ersatz, aber mich juckt's nicht. Ey, mein erster Seed-Shiny, nicht Shiny, 100er. Wir haben zwar schon welche, aber nehmen wir trotzdem gerne mit. Erster Seed. Oh. Hätte Shiny sein können, aber leider nicht. So, schauen wir mal. Drin ist er. So, alle freuen sich, freut mich für alle. IV-Check, erster Satz, KP, Angriff, Defense, 15. Direkt entwickeln. Und dann noch mein Shiny entwickeln. Meinen einzigen Shiny, den ich bekommen habe. Jetzt kann man, also das Gute ist, jetzt kann man alle anderen wegschmeißen. Muss man nicht mehr checken. Es sei denn, irgendjemand will mehr als einen haben, aber das ist dann sein Problem, oder? Was? Ich hab gemeint, wer ist schon so gestört und will noch mehr haben. Damit waren wir beide gemeint. Ja. Also so viel dazu. Ihr Box, sowieso. Box entleeren und so, ne? Ja. Oh ja, da war so. Ja was. Demnächst ein Projekt mit zwei Leuten, die ihr nicht sehen könnt, aber freut euch auf dieses Projekt. Und wir ein Zehner. So leiden. Ich werde weinen in Embryostabilität. Soll ich Cookies mitbringen? Ja, bitte. So, nochmal Shiny schnell entwickeln. Ich weiß gar nicht mehr, welches. Ich klicke die, glaube ich, immer doppelt an. Also es gibt so eine Theorie, wenn er wegschaut, den hast du schon angeklickt. Okay. Stimmt das, Mugat? Ja, nein, wenn du. Okay, selbst Mugat kennt die Theorie nicht. Okay, er guckt noch nicht mal. Mugat ignoriert dich gerade. Er ignoriert euch? Ja. Nicht mich. Er guckt aber. Schau mal, ich habe jetzt in den paar Minuten, die wir hier stehen, drei Shinies. Ich weiß nicht, was der Problem ist.
Seit ich hier bin, habe ich 5. Ich habe jetzt 20. Ich glaube, es liegt daran, weil ich mit hier in einem Bett. So Leute, C-Day ist vorbei. War erfolgreich. 100er, ein Shiny, ein Lucky, ein altes 100er entwickelt. Ich habe hier noch ein Ei und dann mache ich noch meinen Spezialtausch. Ein Latias brauche ich noch. Die Giratinas brauche ich jetzt nicht mehr, weil demnächst Giratina zurückkommt. Du musst noch bestätigen, gell? Wünsche mir Glück, Leute. Ich habe vor kurzem gerade Quasar bekommen, deswegen brauche ich nur noch Latias. Und dann halt, wenn Giratina wieder da ist. Ja, aber Angriff macht die Distanz wirklich höher. Und so, Leute, das war's. Bisschen auch noch getauscht. Jetzt auf zum Event. Das richtige Event. Zum Abschluss pushen wir noch unser. Also jetzt haben wir mehrere, weil ich habe ja einen 100er gefangen. So, schauen wir uns mal meine Skeptiles an. Ich habe den 100er frisch gefangen vom C-Day. Mein erster 100er beim C-Day gefangen. Für euch ist es ja wirklich echt normal, bei jedem C-Day einen 100er zu fangen. Für mich ist es der erste in 14 C-Days oder so. Das ist mein Shiny. Mein einziges Shiny. Einer ist geflohen, aber trotzdem. So wenig hatte ich noch nie bei einem C-Day. Dann hier mein Lucky. IV-technisch ganz okay, aber werde ich jetzt nicht maxen. Hat halt die C-Day-Attacke. Wer weiß, vielleicht irgendwann mal für zweite Liga. Falls PvP irgendwann mal krass wird, behalte ich erstmal. Dann habe ich hier den alten 100er, den ich noch entwickelt habe, aber 538 richtig low. Dann habe ich hier meinen normalen 100er. Den habe ich entwickelt, schon lange bevor es überhaupt C-Days gab. Dementsprechend hat der halt nicht die C-Day-Attacke. Aber ist der höchste. Die anderen 788 und 538 kann ich nicht maxen. Dementsprechend wird der hier jetzt gemaxt. Das machen wir noch schnell. Ja, ansonsten GMC war interessant. Es war jetzt nicht so actionreich, aber viel größer als erwartet. Ich zeige euch mal nichts, weil es lief andauernd ständig irgendwelche Copyright-Musik. Aber guter Musikgeschmack, hat mein Kollege auch bemerkt. War interessant zu sehen, weil ja, Arbeit und so, mal zu sehen, was da genau alles passiert. Ist ja nicht mein Bereich eigentlich, also. Das war ja Eventmanagement und das Event auf die Beine gestellt hat ja Alina, eine Kollegin. Also schon sehr interessant für mich zu sehen, was da alles genau passiert. Und wie gesagt, viel, viel größer als erwartet. Und ja, war eigentlich ganz gut ausverkauft. Viele Leute, viel mehr als ich gedacht hätte, erwartet hätte. Kämpfe jetzt natürlich kein UFC-Vergleich. Waren trotzdem ein paar coole Kämpfe dabei. Was ich euch raten kann, falls ihr mal sowas besucht und jetzt nicht unbedingt wirklich die überkrassesten Fans seid, die nicht jeden Kämpfer da kennen. Kommt ja später, kommt erst, wenn die Hauptkämpfe anfangen oder sowas. Vorkämpfe jetzt, die meisten Vorkämpfe waren jetzt, ja. Da waren halt viele einheimische Zuschauer, die halt ihre Familienmitglieder, die dort gekämpft haben, unterstützt haben in den Vorkämpfen. Aber falls ihr nur das Event nutzen wollt, schaut es irgendwann später vorbei. Aber war cool, auf jeden Fall ein Erlebnis wert. So, der kommt doch relativ hoch. Ansonsten heute Sonntag. An sich nichts vor, Parallelen machen, das war's dann auch schon wieder. Vielleicht die ein, zwei Raids, eine Kollegin braucht noch. Die Alga hat sie noch keinen. Mal schauen, ob sich da irgendwas ergibt für sie. Ansonsten, eure Meinung, euer Feedback, euer Fazit zum C-Day und in die Kommentare. Ich habe euch auf Instagram schon mal gefragt. Lief ganz gut anscheinend bei euch. Neue Uhrzeit natürlich auch interessant. Wie fandet ihr die neue Uhrzeit? Direkt bei mir erstes Mal und schon mal eher negativ. Aber es gibt halt immer zwei Seiten. Man kann es nie allen Leuten recht machen. Es gibt halt die einen, die sagen, ja okay, in der Früh ist besser, dann habe ich später noch mehr Zeit. Dann sagen die anderen, ja in der Früh oder nachmittags habe ich zu tun. Dann die späte Zeit ist besser für mich. Und dann gibt es natürlich ein paar Leute, die sagen, die Zeit ist mir egal, Hauptsache Sonntag. Ist ja jetzt letztens immer Samstag gewesen. Dementsprechend, man kann es den Leuten nie recht machen. Aber was interessant ist, anscheinend, nächster Quester, ich check das Video ab. Nächster Quester ist ja 9 Stunden. Und das scheint den Leuten zu gefallen. Dass sie sich dann diese 9 Stunden zurechtlegen können, wann sie wollen.
Und in diesen 9 Stunden müsst ihr auch, selbst wenn man arbeitet, auch irgendwie Zeit finden zum Zocken. Und die ganz Verrückten, wie gesagt, die zocken einfach 9 Stunden. So. Max. Gewaltro, heißt er so. Ich glaube schon. 100%, aber nicht mit der Seed-Attacke, was mich aber überhaupt nicht interessiert. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, mit den Seed-Attacken und das Warten und sowas. Ich meine, ihr seht, ich habe den 2017 gefangen. Also vor 1,5 Jahren ungefähr. Und ich warte sicher nicht 1,5 Jahre, um meinen 100% Gekkabot zu entwickeln. Nur, dass er irgendwann mal vielleicht eine besondere Attacke bekommt. Kann man von den Spielern nicht verlangen, dementsprechend jucken mich diese speziellen Seed-Attacken überhaupt nicht. Aber egal, das war's von mir, Leute. Seed war erfolgreich, GMC war interessant. Ansonsten checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Ansonsten vergesst nicht, Pokémon ist serious business.